Hi, hier ist der Alex Und der Stefan. vom Monatsmob. Monatsmob. Und wir erzählen heute was über unsere Erfahrungen nach 2 Wochen Lächeln. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Ja, Stefan, magst du vielleicht direkt anfangen, von deinen Erfahrungen zu erzählen? Das kann ich gern tun und danach erzählst du was und dann gibt man noch ein paar Tipps weiter, die auch die anderen Momos uns gegeben haben. Also bei mir läuft es immer besser. Am Anfang bin ich ganz gut eingestiegen, dann kam so ein kleines Zwischenloch und jetzt bin ich wieder am aufsteigenden Ast. Zwischenloch auch deswegen, weil es mich mal hingehauen hat mit meinem Daumen hier. Also vom Longboard auf meinen Daumen, egal. Auf jeden Fall, was am Anfang schwierig war, so ab dem dritten Tag zumindest, dass ich nicht gewusst habe, ob ich richtig lächle. Oder ob ich irgendwie nur so ganz leicht in die Mundwinkel nach oben tue. Was heißt ab dem dritten Tag? Ganz am Anfang war das wohl nicht der Fall, oder Ja, genau, wie? irgendwie, ich habe so einen Anfangsschub gehabt, die ersten 2 Tage, die liefen von alleine und dann ab dem dritten Tag ging es irgendwie, weiß nicht, vielleicht war ich auch zu angespannt oder zu ehrgeizig dann mit diesem, ich will zählen, wie viele Leute zurücklächeln und so. Das ist ein guter Tipp von der Christine, den wir bekommen haben, dass das vielleicht ein bisschen zu pushy ist oder irgendwie, dass man die anderen Leute wie so eine Checkliste sieht, dann hast du geschrieben oder halt als ein Punkt auf der Checkliste. Ja, aber jetzt geht es wieder besser. Es wird besser und Selbstvertrauen wächst und das Lächeln wird auch immer offensichtlicher, weil ich glaube einfach, weil ich mich dran gewöhne, langsam das zu tun. Was für mich am leichtesten ist bis jetzt, dass ich im Vorbeigehen die Leute anlächle. Ich war 2-mal joggen und da fällt es mir besonders einfach, weil ich glaube ich recht schnell wieder weg bin von den Leuten auch. Dann ist dieses Durchlaufen und Anlächeln. Und was ich noch fast gar nicht geschafft habe, dass ich im Supermarkt zum Beispiel Leute anlächle, wenn ich an der Schlange stehe. Oder wenn ich im Arztzimmer hocke, was mir ja dann tatsächlich passiert ist. Und grundsätzlich noch, was ich immer habe, fast wenn ich rausgehe, dass ich erstmal mich überwinden muss, anzufangen damit. Wenn ich nicht schon in guter Stimmung bin, dass ich dann die ersten 2, 3 Leute, dann muss ich wirklich einfach Mundwinkel so leicht fake-mäßig nach oben. Aber wenn ich dann über den Punkt hinaus bin, dann läuft es, weil dann bekomme ich auch die ersten Reaktionen oder das erste seltsame Zurückschauen. Und wenn das dann da war, dann läuft es gut. Oder immer besser. Wenn der erste seltsam zurückkommt, dann läuft's. Sozusagen. Genau, und sonst, was ich gedacht habe, dass besser ist, dass die Leute mehr reagieren, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, da kommt mehr zurück. Aber ist anscheinend nicht so. Du hast ja auch ähnliche Erfahrungen. Oder ich meine, wir sind ja noch beim Lernen. Vielleicht, wenn wir noch ein besseres Lächeln haben, ich denke, dann kommt auch noch mehr. Aber ich hätte gedacht, dass mit dem leichten Lächeln auch schon mehr geht. Aber ich habe gemerkt, mir geht es trotzdem gut dabei. Und solange es mir gut geht, ist es mir dann auch irgendwo egal, wie es den anderen geht. Ich meine, ich kann die zu nichts zwingen. Ich kann bloß bei mir anfangen und wenn sie das nicht erwidern, dann ist es halt so. Ja. Genau. Willst du mal zwischendrin was erzählen? Ja, klar, also das kann ich nur bestätigen. Bei mir war das irgendwie, also von Anfang an eigentlich so, dass ich mich gewundert habe, wenn ich rausgegangen bin, ja, lächle ich jetzt eigentlich gerade oder nicht? Also es war echt die ersten paar Tage ein bisschen komisch, das muss ich erst ein bisschen einspielen. Dann, nachdem ich das überwunden hatte, gab es echt, also das ist nicht jeden Tag, aber es gibt immer so Tage, da schaukelt sich das Lächeln dann so richtig hoch. Ich gehe eigentlich raus mit so einer neutralen Stimmung, muss mich jetzt vielleicht nicht direkt überwinden, aber bin jetzt auch nicht unbedingt, würde jetzt von selbst nicht lächeln, denk halt dann einfach dran und tu's. Und dann fällt es von Person zu Person leichter und irgendwann lächelt man sich selbst in so einen positiven, also wie nennt man das dann? Gegenteil von Teufelskreis eigentlich. Ein Gotteskreis, ich habe keine Ahnung, aber das ist dann mit jedem Lächeln fühlt man sich irgendwie immer besser und ich habe mich dann schon selber ertappt, dass ich dann auf der Straße unterwegs war und vor mich hingepfiffen habe, was ich eigentlich nie mache.
Weil ich mich echt einfach so gut dabei gefühlt habe. Und das, obwohl eigentlich wirklich nicht so viele positive Reaktionen zurückkommen. Also die Reaktion habe ich auch gemacht. Deswegen habe ich auch für mich beschlossen, ich lasse das mit dem Zählen von den Zurücklächlern. Das ist ganz weg, okay. Ja, weil an manchen Tagen, ich fixiere mich dann zu sehr drauf, wie die anderen reagieren. Und ich glaube, ich bin dann vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv mit dem Anlächeln. Was vielleicht dann Leute auch wieder abschrecken kann. Also, lächel zurück. es gibt auf jeden Fall, ich habe auch schon sehr schöne Zurücklächler bekommen. Aber das Lustigste fand ich eigentlich, ich habe meine Frau angelächelt und die hat sich so richtig krampfhaft, hat die versucht, das Lächeln zu unterdrücken und man hat richtig gesehen, wie sie dagegen angearbeitet hat. Weil sie, ich weiß nicht, nicht wollte auf der offenen Straße, dass sie lächelt oder weil sie eigentlich gerade schlecht drauf war oder ich, keine Ahnung, aber man hat in dem Mund richtig gesehen, wie es gearbeitet hat, immer so leichter lächelt, dann wieder zurück und also das fand ich echt, echt lustig. Das habe ich auch schon öfters erlebt, ja. Ja. Sonst, was ich auch erlebt habe, wenn ich die Kunde breche. Ja, nee, klar. Ich war einmal in der Innenstadt unterwegs mit dem Fahrrad an der Weserpromenade, wo richtig schön Sonnenschein war. Mhm. Und da habe ich habe halt dann den Fokus drauf gehabt, wie die Leute schauen. Und da haben die einfach von sich aus schon sehr viel gelächelt. Ist mir davor nie wirklich aufgefallen, dass die Leute, wenn hier schönes Wetter ist, einfach anscheinend viel mehr lächeln. Also es ist wahrscheinlich überall so in Deutschland. Das hat nichts mit Bremen oder irgendwie sowas zu tun. Aber es ist einfach eine Beobachtung gewesen, dass man da gar nicht mehr, dass der Monatsmob gar nicht mehr tätig werden muss in dem. Also meine Erfahrung ist aber, wenn du an der Promenade, kann ich mir das gut vorstellen. Ich nehme jetzt da zum Beispiel irgendwie bei uns einen Park oder auch unten die Pegnitzwiese. Also wenn Leute eher so spaziermäßig unterwegs sind, dann sind die viel eher bereit zurückzulächeln oder lachen eh schon von selbst, als wenn sie irgendwie, also in der Einkaufsstraße habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Weil entweder die Leute an ihre, ich weiß auch nicht, sie sind entweder in ihrer eigenen Welt und denken nur an ihre Besorgungen oder sie sind gestresst oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall schauen dann schon mal viel weniger Leute an. Und wenn sie mich grinsen sehen, ist eigentlich ganz oft die Reaktion, dass sie etwas entgeistert gucken und starren, so. Aber nicht irgendwie zum Lächeln angeregt werden. Also ich finde, in der Einkaufsstraße unterwegs sein ist eine Herausforderung. Ja. Ist alles so schnelllebig und laut und Ablenkung durch Schaufenster und was weiß ich was alles, was da reinkommt. Deswegen vielleicht da noch ein Tipp, das habe ich dann ausprobiert, dass ich im Kaufhaus auf einer Rolltreppe stehe, weil da sind eben Leute, es ist so ein kleiner Ruhepol innerhalb dieser Stresszone. Vorausgesetzt, man läuft nicht auf der Rolltreppe, aber meistens macht man das ja nicht im Kaufhaus, dass man da läuft. Ja, das stimmt, das macht man meistens nicht. Ich finde den Tipp interessant, ich kann mir das nämlich auch gut vorstellen. Ich glaube nämlich auch, dass man da wirklich meistens eher aufs Gegenband rüber guckt, als man sonst die Leute, die einem entgegenkommen, anschaut. Genau. Und wenn es dann auch Spiegel gibt an den Seiten, dann kann man da auch noch ab und zu mal reinschauen, um zu schauen, wie man dann gerade lächelt oder auch nicht lächelt. Ja, oder man kann sogar über den Spiegel jemand anders anlächeln dann. Das stimmt, das ist auch eine gute Idee. Dann ist die Frage, ob man ihn echt anlächelt oder ob das sozusagen gespiegelt ist. Naja, egal. Genauso wie du es berichtet hast, muss ich auch bestätigen, am schwersten fällt es mir eigentlich, wenn ich draußen zu Fuß unterwegs bin, fällt es mir mittlerweile relativ leicht. Also ich gewöhne mich dran, aber jetzt im Supermarkt, wirklich in der Schlange oder so, wo man dann auch längeren Blickkontakt halten kann, wo man nicht gleich wieder aneinander vorbei ist, sondern wo das im Prinzip dann auch länger dauern kann, das Ganze, da fällt es mir noch nicht so leicht. Ja. Da grinse ich vielleicht mal kurz, aber dann schaue ich auch schon wieder weg. Da kann ich den Blickkontakt dann auch nicht so lange halten. Wie wäre das, wenn wir irgendwie 5 Minuten lang vorher, bevor man in den Supermarkt reingeht, so ein Dauergrinsen macht, indem man sich auf eine Parkbank noch setzt oder so? Oder indem man jetzt die nächsten 5 Minuten unseres Podcasts noch nutzt, um einfach Dauer zu grinsen? Also sprich, Podcast fertig anhören, wir machen ungefähr noch 5 Minuten, sage jetzt einfach mal, und dann rausgehen, direkt in den Supermarkt an die Schlange, ohne was zu kaufen.
ohne was zu kaufen, einfach nur grinsen und dann grinsend wieder rausgehen, wenn man an der Reihe ist, genau. Okay. Also auf jeden Fall schon die advanced Technik, also weil man sonst schon sehr gut im Lächeln ist und sich ein bisschen steigern möchte, das müssen wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Dass man direkt in den Supermarkt reinstürmt und nichts kauft, einfach nur die Kassiererin an. Genau, einfach nur lächelnd in die Schlange stellen, obwohl man gar nichts kauft. Und dann vorne, wenn man dran ist, einfach sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und geht. Das ist geil. Sehr gute Idee. Das ist richtig gut. Das sollte man echt machen. Aber das ist dann vielleicht, um dem Motto einzuordnen, ja, wir machen Sachen, die überhaupt nicht erwartet werden von uns. Genau, also es kostet schon mehr Überwindung, als Menschen einfach nur anzulächeln. Ja. Weil da kommt ja auch noch die Komponente mit rein, dass man irgendwas nicht Alltägliches tut und auffällt irgendwie. Ja. Ja. Auf was ich jetzt grundsätzlich hinaus wollte, ist, dass man einfach sich, also dass man auch durch dieses bewusste Lächeln, also ohne dass man einen Grund hat, einfach nur die Mundwinkel nach oben ziehen, tut, dass man dadurch sich auch, dass der Körper dann checkt oder irgendwie automatisch ihm eingebläut wird, man lächelt jetzt und man ist gut drauf. Also das ist die Wirkungskette eigentlich vertauscht. Man ist nicht glücklich und lächelt dann, sondern man lächelt und wird dadurch glücklich. Also man zieht die Mundwinkel nach oben und wenn man das lang genug macht, muss man nochmal nachforschen. Genau, das funktioniert ja schön. Das ist das Schöne, dass das in beide Richtungen funktioniert. Der geistige, also die Physiologie folgt der Psychologie und andersrum funktioniert es auch. Also je nachdem, wie man mental drauf ist, hat man ja auch eine gewisse Körperhaltung. Wenn man aber seine Körperhaltung, dazu gehört ja dann auch das Grinsen, aktiv anpasst, dann hat es auch eine Auswirkung auf den Bewusstseinszustand. Ja, müssen wir nochmal nachforschen, weil da gab es anscheinend auch Untersuchungen, die das bestätigt haben. Also ich meine, es ist ja nicht immer so, dass es auch andersrum ist. Kannst ja nicht immer sagen, dass der Körper erst da ist und dann der Geist nachzieht. Normalerweise ist es andersrum. Oder kennst du noch mehr Fälle, wo das zutrifft, dass du mit dem Körper irgendwas tust und sich das auf deinen Gemütszustand auswirkt? Ja, ich glaube, erstens machen wir das meistens nicht so aktiv. Und also ein einfaches Beispiel, was jeder für sich mal zu Hause machen kann, was ich kenne, ist halt, man stellt sich hin, lässt so die Schultern und den Kopf hängen und sagt dann richtig überzeugend, ich bin glücklich. Okay. Und genau das Gegenteil davon, man kann auch die Arme hochreißen und dann soll man irgendwie plausibel sagen, mir geht's schlecht, ich bin alles scheiße. Also, dann musst du schon lachen, ja. Ja, das ist so ein ganz einfaches Experiment, mit dem man das mal austesten kann. Wird auch in der Kinesiologie benutzt, genau das, was du gerade erzählt hast. Ja. Um Sachen zu testen. Also so ähnlich zumindest. Aber gut, wir sind hier keine Körper, Geist und Seele in Sendung. Naja, doch irgendwo schon vielleicht. Auf jeden Fall, was wir damit sagen wollen, das Lächeln hat auf jeden Fall sehr positiven Effekt auf den Geisteszustand. Also ich habe es auf jeden Fall schon oft erlebt. Ja. Allein schon dadurch, dass man rausgeht, neutrale Stimmung für mich, dann ein paar Leute anlächeln und schon geht es mir irgendwie gut. Ja. Obwohl ich eigentlich gar keinen Grund dazu habe, aber wozu brauche ich auch einen? Genau, und das ist genau das Gleiche wie bei mir. Man muss am Stück sich überwinden bei den ersten Leuten, zumindest ist es bei mir so, und dann kommt man in so einen Rausch rein. Und den hatte ich jetzt auch schon an 3-4 Tagen, habe ich das auch geschafft, dass ich richtig, richtig gut drauf fand danach. Rausch ist das richtige Wort, ja. Genau. Okay, noch zwei kurz ganz kleine Dinge von mir. Was ich erstaunlich finde, ich hatte jetzt zwar, es gab auch schon Leute in der Gruppe, die davon berichtet haben, oder eine zumindest, dass sie durch das Anlächeln, dass das zu Gesprächen geführt hat, dass ihr Gegenüber dann quasi ein Gespräch eröffnet hat. Das habe ich jetzt so noch nicht erlebt, aber was ich ganz oft hatte, dass ich Leute einfach nur freundlich anschaue oder angrinse und sie mich dann grüßen. So richtig, hallo, grüß Gott, wie man ja bei uns sagt oder was auch immer. Und das ist eigentlich auch schon sehr interessant, obwohl ich ja gar nichts gesagt habe und ich die Leute auch nicht kannte. Ja. Du hast zwar nichts ausgesprochen, aber du hast mit deinen Mundwinkeln oder überhaupt mit deiner Ausstrahlung was gesagt. Genau. Muss man ja auch mal sagen hier. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen fällt es leichter so. Das ist halt denen ihre Art,
quasi Energie zurückzugeben. Die grinsen dann vielleicht nicht so, sondern die sagen halt einfach Hallo. Ja. So, das ist dann denen ihr Danke im Prinzip. Hm. Und das ist auch unser Ziel, dass wir dann Gespräche mit dem, also Gespräche einleiten durch das Lächeln. Genau, das ist, ja. Das kommt dann mal in den Folgemonaten. Ja. Hast du sonst noch was? Ansonsten können wir noch die Tipps für Unterforderte weitergeben, die wir gesammelt haben. Nö, wir können die Unterforderten, für die haben wir auch noch was, genau. Genau, da gab es nämlich ein paar Inspirationen. Und zwar, die Synthe hat geschrieben, dass sie den Monat nutzen will, um sich die Auswirkungen von ihrem Lächeln bewusster zu machen, also was ein Lächeln bewirken kann. Oder Leuten, die mit Kindern unterwegs sind, kann man vielleicht mal sagen, dass sie nicht mit Kindern unterwegs sind. Weil wir haben ein paar Leute in der Gruppe, die sagen, sie gehen mit ihren Kindern raus und dann ist es vermutlich schon einfacher, Leute. Oder dann sind die entgegenkommen Leute vermutlich auch gewillter zu lächeln, weil die halt sehen, kleines Kind oder auch Hund. Ich schätze, mit Hunden ist vielleicht auch einfacher. Also ja, nicht so sagen. So ein kleines Kind hat halt immer so ein total herzliches Lachen. Also da kann sich ja halt fast keiner dagegen wehren auch. Ja. Oder vielleicht noch als dritter Tipp, den Leuten dann auch schon sagen, was man an ihnen schön findet oder so. Aber das ist auch natürlich schon wieder, ja, also schon eine Ecke weiter gedacht. Ja, das klingt jetzt schon sehr nach Flirten, aber man kann auch einfach mal sagen, hey, du hast ja ein tolles Fahrrad oder so. Also jetzt, ja. Das müssen ja nicht gleich persönliche Komplimente sein, sondern vielleicht auch an den Klamotten oder so irgendwas. Auch ganz besondere Farbzusammenstellung oder wie auch immer. Ja. Und der Afshin hatte noch als Tipp, dass er gerne Leute anlächelt, die es wirklich auch brauchen und die es nicht unbedingt erwarten, zum Beispiel eine gestresste Kassiererin im Supermarkt, was wir vorhin schon angerissen haben, oder ein Bettler auf der Straße, einen genervten Busfahrer. Also da gibt es, glaube ich, in unserer Gesellschaft genug Leute, die Jobs machen, die jetzt auch nicht, ja, wo sie viel, was weiß ich, negative Schwingungen abbekommen von anderen Leuten und deswegen gestresst sind. Also solchen Leuten auch mal ein Dankeschön sagen durch ein Lächeln. Ganz genau. Ja, dann hätten wir noch einen kleinen Aufruf. Und zwar, also das mit dem Lächeln ist ja eigentlich alles ganz schön, aber das auch mal in Fotos festzuhalten, ist natürlich auch eine tolle Sache. Deswegen zum einen hatten wir uns überlegt, mal so ein Vorher-Nachher-Foto zu machen, bevor man quasi losgeht, um zu lächeln, und danach ein Foto, nachdem man so eine Lächelsession hinter sich hat. Der Stefan hat es in der Gruppe schon mal vorgemacht, wie das dann so ausschauen kann. Genau. Also macht ruhig das auch. Und was du hier gemacht hast, Alex, ist ein richtig schönes Video, wie du in Nürnberg rumläufst. Das verlinkt man jetzt an dieser Stelle und auch noch unterhalb vom Blogpost. Und schaut euch das auch nochmal gerne an, weil das ist richtig gut. Da hat man auch was zu lächeln, wenn man das anschaut. Ja. Also nicht, das heißt ja nicht, dass ihr jetzt ein Video machen müsst, aber fangt mal mit dem Foto an. Wenn ihr ein Video machen wollt, dann gerne, aber Foto ist auch schon schön. Genau. Ja. Ist ja auch ansonsten schön. Ihr könnt ja auch erstmal nur für euch machen, einfach nur mal, um zu sehen, ob es denn Auswirkungen auf euch hat. Genau, das muss ja jetzt nicht gleich irgendwo im Internet gepostet werden. Macht es einfach vielleicht auch mal für euch und dann könnt ihr mal gucken, was ihr damit macht. Genau, und unsere Gruppe ist ja privat, also das sieht's ja, sehen sie ja nur 140 Leute, glaube ich, sind da. Okay, cool, dann schreibt uns, wie es läuft, macht Fotos und wir sehen uns dann zum Fazit irgendwann wieder. Genau. Zumindest dem Monat, für diesen Monat. Und wenn irgendjemand raus, also in den Supermarkt geht und sich lächelnd in die Schlange stellt, ohne was zu kaufen, auf jeden Fall Bescheid geben. Das ist ein eigener Blogpost wert, wenn es jemand schafft. Okay, gut. Cool. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Servus. Monatsmob.